Unsere neunte Tageswanderung auf unserem Thru-Hike 2020 auf dem Rheinsteig begann hier in Bendorf. Wir haben den Zuweg gewählt und sind hier am klitzekleinen Großbach wieder auf den Rheinsteig gestoßen, dann den Galgenberg hinaufgewandert und dann rechts ab über die L307 am Sonnenhof vorbei. Weiter dem Rheinsteig folgend, bis wir in kurzer Folge zunächst die K81 überquert und dann die A48 unterquert haben. Dann ging es kurze Zeit später rechts ab den Meerbach entlang, auf dem Rheinsteig weiter, hoch zum Wüstenhof. Dort gab es eine wunderschöne Aussichtsplattform. Dann ging es wieder den Rosenberg hinunter und weiter abwärts Richtung Fallendar. Dort sind wir an der St. Marcellinus- und Petruskirche vorbei gewandert und haben den Ortskern von Fallendar erreicht, der mit seinen wunderschönen Fachwerkhäusern eine Augenweide war. Die haben wir reichlich genossen und dann den Ort wieder verlassen. Hier an der Theologischen Hochschule vorbei, über die Kaiser-Friedrich-Höhe, an der Wambach-Hütte vorbei, immer dem Rheinsteig folgend Richtung Urbar. Und dann ging es wieder bergan, und zwar Richtung Gelände der Bundesgartenschau 2011. Dort gibt es eine wunderschöne damals gebaute Aussichtsplattform, die wir erklommen haben. Und von dort haben wir sehr schöne Filme und Fotos gemacht, die ihr gleich sehen werdet. Und dann sind wir dem Rheinsteig weiter gefolgt. In die Festung Ehrenbreitstein, durch die Festung Ehrenbreitstein hindurch. Die haben wir auch besichtigt. Und dann sind wir abgestiegen über den Felsenweg in den Stadtteil Koblenz-Ehrenbreitstein, wo wir in der Nähe des Bahnhofs Ehrenbreitstein noch ein kleines schnuckeliges Hotel gefunden haben, nämlich das Hotel Merlin. Da war unser Rheinsteig dann beendet für diesen Tag. Nach 15 Kilometern auf dem Steig und 26 Kilometer laut Schrittzähler. Guten Morgen aus Bendorf Sein. Sein oder nicht sein ist heute nicht die Frage. Wir sind ja schon in Bendorf Sein. Startpunkt der neunten Etappe und versuchen heute Koblenz Ehrenbreitstein zu erreichen, also die Festung Ehrenbreitstein. Und das Wetter ist wieder super, angenehme 18 Grad, wird heute noch raufgehen auf 22, 24 und wir freuen uns auf, was vor uns liegt und wir melden uns. Hallo, guten Morgen. So, wir gehen auf Fallendar zu. Da hinten haben wir einen Hund, der uns schon wild begrüßt. Aber Herrchen oder Frauchen stehen dabei, sodass ich mal hoffe, dass er mir die Beine dran lässt. Ja, goldene Felder.
Christiane marschiert entlang eines Bächles auf die Kirche von Fallen dazu. Ja. Heute ganz viel freies Feld, wo die Sonne von oben auf unseren Kopf scheint. Ganz heiß. Ich finde es auch toll. Das ist hier Schatten.
Geradezu magische Anziehungskraft strahlt sie aus. Die Festung auf dem Felssporn hoch oben über dem Zusammenfluss von Rhein und Mosel. Die Festung Ehrenbreitstein ist eine seit dem 16. Jahrhundert bestehende Befestigungsanlage in Koblenz. Von 1817 bis 1828 errichtete der preußische Ingenieursoffizier Karl Schnitzler sie neu. Sie diente der Sicherung des Mittelrheintals und der gesamten Verkehrsinfrastruktur. Heute ist sie Eigentum des Landes Rheinland-Pfalz und beherbergt unter anderem das Ehrenmal des Deutschen Heeres und das Landesmuseum Koblenz, die Koblenzer Jugendherberge und verschiedene Verwaltungsstellen. Bei der Bundesgartenschau 2011 wurden Teile der Festungsanlage in das Buga-Gelände mit einbezogen. Heute sind wir nach einer sehr heißen Etappe, überwiegend dauernd der prallen Sonne ausgesetzt, berauscht von weitem Panoramablick auf die Wasser des Rheins und der Mosel. Der Blick auf das Deutsche Eck begeistert uns. Das Höhenfeuerwerk Rhein in Flammen wird jedes Jahr am 2. August von der Festung aus abgeschossen. Und in den Wintermonaten findet an den Wochenenden die Jagd nach der goldenen Kanonenkugel statt. Eine Schnitzeljagd für Kinder und Jugendliche. Und für uns ist sie heute Schlusspunkt unserer 9. Etappe. Ein grandioses Finale für den Tag.